Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Let's Test. Diesmal Game Dev Tycoon. Und wir schnuppern einfach gleich mal rein. Eine Sache noch vorweg fällt mir gerade ein. Ich hoffe mal, dass der gesponserte Link ein echter war. Denn es gibt einen sehr interessanten Kopierschutz bei diesem Spiel. Aber vielleicht sehen wir das ja selber noch. Falls nicht, erzähle ich euch später, was der Kopierschutz war. Oder ihr googelt es einfach. So, wir starten. Großartige Optionen gab es ja nicht. Oh, und diesmal hat er das Intro übersprungen. Also ich hatte einmal testweise es gestartet gehabt und da kam noch so ein kleiner Text, dass man halt zum Anfang der Computer-Ära anfängt, eine Firma zu gründen und die nach und nach halt aufbauen soll. Warum auch immer das diesmal übersprungen hat. Aber gut, Company Name. Game Length. Okay. Company Name. Gerugon.de. Player Name, Gerugon. Das können wir verändern. Haarfarbe und Aussehen. Das passt. Und mein T-Shirt, Sweatshirt. Das hier wird so in die Jahreszeit passen, ha? Also soll hier irgendwie wann spielen? 80er? Kommt hin. Jo. Continue. Supporter. Support a young startup by the game. Oh, anscheinend war es dann doch ein richtiger Link. Vielen Dank nochmal für das Spiel. Und was machen wir jetzt? Wir entwickeln ein neues Spiel, indem wir das Auto klicken. Und da drauf. Und da drauf. Also haben wir anscheinend noch nicht sehr viele Möglichkeiten. Okay, neues Spiel entwickeln. Bevor die Entwicklung beginnt, musst du dich entscheiden, was für eine Art von Spiel du erstellen willst. Okay. Deine Optionen sind anfangs begrenzt, aber du kannst nach und nach neue Optionen freischalten. Okay, Spiel 1. Pong. Pick Topic. Sport. Genre. Action. Plattform. C64, also G64 oder PC. Warum durften sie nicht C schreiben? Na gut. Wo ist der Unterschied? Das da kostet mehr. Hat aber einen größeren Marktanteil. Das hier kostet weniger, hat einen kleineren Marktanteil. Können wir jetzt die Zukunft beeinflussen? Weil ich weiß ja, dass der C64 keine Zukunft hat. Also könnte ich gleich auf PC umsiedeln. Ich glaube, das mache ich einfach mal. PC. Kostet 10.000. Wir haben 70.000. Wir haben keine Fans. Achso, Jahr 1, Monat 1, Woche 4. Next. Grafik. Textbasierend oder 2D-Grafik Version 1? Textbasierendes Pong, also mit ASCII, ginge bestimmt auch, aber ich mach's mal ein bisschen teurer. Start Development. Design, Technologie. Spielentwicklung geht durch drei Etappen. Zu Beginn jeder Etappe kannst du entscheiden, welche Gebiete des Spiels den Fokus bekommen sollen. Die Wahl des richtigen Fokus erhöht entscheidend die Punkte, die du generierst. Denke darüber nach, was für dein Spiel wirklich wichtig ist. Und verringere Punkte in für dich unwichtige Sachen. Also wenn wir ein textbasierendes Spiel hätten, dann wäre vielleicht das Design nicht ganz so wichtig. Sowas in der Richtung halt. Falls du eine kleine Beschreibung haben möchtest, geh ins Head-Menü. Okay. Also momentan sind wir recht ausgeglichen zwischen der Spiele-Engine, dem Gameplay und der Story. Story könnten wir bei Pong zum Beispiel wegmachen. Und dafür Gameplay hoch. Macht Sinn, weil Pong hat keine Story. Die Engine ist super einfach. Können wir es noch weiter runterdrehen? Okay. Ja, es sollte schon stabil sein, also bugfrei. So vielleicht? Okay. So, Technologie Research. Spielentwicklung hat nun begonnen. Während dein Spiel entwickelt wird, generierst du Spielpunkte, die du hoch babbeln siehst. Das waren die Dinger da.
Spielpunkte werden zwischen den verschiedenen Designpunkten und Technologiepunkten verteilt. Je mehr Punkte du generierst, desto besser wird das Spiel sein. Also je bessere Ideen man hat, desto besser wird das Spiel. Macht ja auch Sinn. Zwischendurch wirst du außerdem noch Bug Points sehen. Also man kann auch Fehler mit einbauen. Bugs müssen entfernt werden, bevor das Spiel veröffentlicht werden kann. Daran merkt man, dass das Spiel früh entwickelt wird. Also wir spielen ja momentan das Jahr 1985 rum vielleicht. Doch, passt. Also in den 80er Jahren auf jeden Fall. Und da war es ja wirklich noch so, dass Spiele einigermaßen bugfrei sein mussten, bevor sie released werden. Nicht so wie heutzutage, wo alles total vermurkst ist. Aber gut, ich fange schon wieder an, von damals zu sprechen. Bugs müssen weg. Bisher kein Bug, doch ein Bug. Warum haben wir so viel Research? Kopfkratz. Noch mehr Research. Okay. Stage 2. Künstliche Intelligenz, Leveldesign, Dialoge. Dialoge weg. AI sollte gut sein, sonst macht das Spiel keinen Spaß. Leveldesign kann runter. So. 8000 monatliche Kosten. Verkauf dein Auto, Mann. Du brauchst kein Auto, du musst programmieren. Oh, 2 Bucks. Während der Spielentwicklung kannst du außerdem noch Zusatzfeatures für dein Spiel einfügen. Momentan ist nur grundlegende Sounds möglich. Aber diese werden sich mit der Zeit erhöhen. Also die Optionen. Es erhöht die Kosten, macht das Spiel aber auch besser. Man kann ebenfalls die Grafik auswählen. Okay. Also momentan haben wir 2D-Grafik und Basic Sounds. Jo. Okay, Weltdesign, Grafik, Level 1 Sounds. World Design kann runter. Grafik. So. Weil Pong hat kein World Design. Obwohl es könnte Hintergründe haben. Nee, komm. Okay. Das müsste gleich fertig sein. Also abgesehen von den Bugs. So, die Entwicklung deines ersten Spiels ist fertig. Du kannst nun den Finish-Button drücken, um das Spiel zu publishen. Aber du solltest das erst gemacht haben, wenn ein Großteil der Bugs beseitigt wurde. Ein Spiel zu veröffentlichen, ohne vorher alle Bugs zu fixen, kann die Wertung des Spiels ganz schön runterreißen. Aha. So. Das macht er also automatisch. Und ich habe gerade ein Achievement bekommen, warum auch immer. Und noch eins. Ach so, man muss es jetzt finden. Okay. Na gut, wir machen jetzt Finish. Die Entwicklung des Spiels ist beendet. Während man Spiele entwickelt, kriegt man Erfahrung und die Skills erhöhen sich. Wenn die Entwicklung vollendet ist, kriegst du eine Übersicht über die Erfahrungspunkte, die man bekommen hat. Wir haben New Topic, New Combo bekommen. Und Erfahrungspunkte in den Bereichen, die wir als Fokus gesetzt haben. Okay. Release Game. Dein Spiel ist jetzt fertig und wird zu dem Publisher gegeben. Bald kommen die ersten Reviews und die ersten Verkaufszahlen. Und das erste Spiel ist abgeschlossen. Es gibt außerdem noch Research Points. Research. Forschung ist wichtig, um neue Spieloptionen freizuschalten und bessere Spiele zu entwickeln. Du solltest versuchen, genug von diesen Punkten zu sammeln, um deine eigene Game Engine zu entwickeln. Okay. Tipp. Versuche, Spiele mit verschiedenen Topics zu entwickeln. Und Genre-Kombinationen für einen kleinen Research-Boost. Also sowas wie Action-RPGs, hm? Na gut. New Topic oder Custom Game Engine?
Ich glaube, ich warte, bis ich die 50 Punkte hierfür zusammen habe. So. Der erste Review ist reingekommen für unser Spiel Pong. Gucken wir mal. Sehr unterhaltsam. Komm schon, komm schon, komm schon. Aha. Okay. Sehr schön. Nette Erfahrung. Das klingt nicht so toll, auch wenn es eine 7 ist. Und sie lieben es. Yay. Gib mir Geld. Gib mir viel Geld. Gerugon.de, ein Newcomer in der Spielindustrie, hat gerade sein erstes Spiel herausgegeben. Pong. Das Spiel hat gute Kritiken bekommen. Mit so einem guten Start wird Gerugon.de bestimmt schnell Fans bekommen. Gib mir Fans. Daumen hoch gab's da ja noch nicht. Pong hat 8500 Einheiten verkauft. Boah. Wenn ich ein Spiel entwickle, würde ich mich darüber zu Tode freuen. Platz 15 in den Charts. Ja, nee, das ist vollkommen realistisch. Aber gut. Nur, dass dein Spiel am Verkaufen ist, kriegst du monatliche, wöchentliche Zahlungen. Du kannst sehen, wie gut dein Spiel voranschreitet in dem Sales Graph auf der oberen rechten Anzeige. Ja, also mit der Zeit werden die Zahlen halt immer weiter runtergehen, weil jeder, der Interesse an dem Spiel hat, es sich schon gekauft hat. Fans. Pong war so erfolgreich, dass du jetzt 61 Fans hast. Also Leute, die regelmäßig gucken, was ich so Neues mache. Und irgendwie geht die Zeit ganz schnell vorbei. Kann ich das irgendwie runterdrehen? Ha. 10.000 Einheiten verkauft. Ein wichtiger Meilenschritt für uns. Gut, ich sollte was Neues machen. Neues Spiel. Nach Pong. Gianna Sisters. Das alte, nicht das neue jetzt, ne? Ist klar. Das ist... Oh. Okay. Militär, Medieval, Sports und Space. Oh, Space. Space Invaders. Topic Space. Genre Simulation. Naja. Ich will nicht schon wieder Action machen. Auch wenn es ja eigentlich nur Bewegung ist, also Action. Man muss ja nicht viel nachdenken. Aber nehmen wir mal Simulation. Plattform. Wieder PC. Ich hoffe, man kriegt auch die Copyrights da drauf. Damit ich später für die Nachfolger von den Dingern das Geld bekomme. Das wäre cool. Mal gucken. 2D-Grafik ist okay. Entwicklung starten. So, weil hätte ich das nicht gemacht, dann wären weiter die Zahlen runtergegangen und die Zeit wäre vertickert, ohne dass was passiert. Also der arme Junge muss durchgehend an seinem Rechner hocken und entwickeln. Okay, gehen wir wieder nur auf Gameplay und Engine, wie ähnlich bei Pong auch, damit er vielleicht am Ende von dem Spiel sein erstes Level abhabt. Also im Bereich Gameplay zum Beispiel. Das wäre schick. So, Bugs müssen gleich noch gefixt werden. Das kann er später machen. So, Künstliche Intelligenz kann hoch, Level Design. Sollte ein bisschen abwechslungsreicher sein. Okay. Zahlen gehen richtig schnell richtig runter, aber wir haben 136.000. So, Grafik. Sound kann ein bisschen runter, Weltdesign kann hoch. Grafik kann so. Okay. Ist gleich fertig. Oh. Die Marktforschung zeigt, dass der C64 wesentlich bessere Verkaufszahlen hat als der PC-Sektor. Die Konsumenten bevorzugen den geringen Preis und die flexiblere Hardware. Jetzt nicht ernsthaft, oder? In dieser Welt gewinnt er? Hoffe ich doch mal nicht. Ich habe gerade all meine Karten auf den PC gesetzt. So, Bugs müssen weg. Finish. Neues Topic, neues Combo. Neue Combo. 1,6 Bonus. Das ist schön. Gameplay fast ein Level up.